Hallo Freunde der Werkstatt, heute gibt es ein Video über dieses Teil hier, ein Batterieladegerät für diverse Akkus. Man kann die Kapazität damit messen und ich habe was Interessantes entdeckt. Ich habe gestern das Teil aufgemacht, denn es war voller Staub vom Schleifen und ich wollte da alles ausblasen. Da habe ich noch einen verborgenen Schalter entdeckt. Da steht nichts in der Bedienungsanleitung davon. Da komme ich dann später dazu. Außerdem kann man da noch viele andere Zellen damit laden oder entladen, die gar nicht in der Bedienungsanleitung drinstehen. Das möchte ich euch schnell zeigen, den kompletten Test, was man alles damit machen kann. Ich habe sehr viele von diesen Lade- oder Testgeräten. Jedoch das Opus BT-C3100, das ist mein absoluter Liebling. Ich benutze das für alle meine Batterienprojekte, Lithium-Batterien. Ich kann auch NiMH-Akkus laden, 1,2 Volt. Und was auch nicht in der Bedienungsanleitung steht, zum Beispiel diese hier, das ist eine 21700er Zelle, die passt hier auch rein. Wenn man hier ganz aufmacht, bringt man Akkus rein bis 73 mm in der Länge. Da steht auch nicht in der Bedienungsanleitung, auch nicht auf der Verpackung. Ihr seht hier, für diese Batterien ist das geeignet, aber es passen noch viel mehr Batterien da rein. Ich lasse euch am Schluss auch noch schnell die Bedienungsanleitung durch. Dieses Ladegerät hat 5 verschiedene Funktionen. Ich kann damit laden. Ich kann einen Ladetest machen. Das ist ein Kapazitätstest. Einen Quicktest, dann zeigt er mir den Innenwiderstand. Komme ich noch dazu, das ist nicht sehr genau. Ein Refresh kann man machen. Dann wird die Batterie entladen und nochmals geladen. Mit der Discharge-Funktion kann ich die Akkus entladen. Das Gute an diesem Ladegerät ist, ich habe 4 völlig unabhängige Slots. Das heißt, ich kann hier eine 1,2 Volt Batterie laden, hier eine 4,2 Volt Lithium-Ionen-Zelle und hier zum Beispiel eine 21700er Lithium-Ionen-Zellen. Ich kann zum Beispiel die laden, die entladen. Hier kann ich einen Kapazitätstest machen und hier ein Innenwiderstandstest und das alles zur gleichen Zeit. Ich setze nun mal Akkus ein. Plus ist oben. Jetzt kann ich den Slot auswählen, den ich will. Erster Slot, zweiter Slot, dritter, vierter. Und wenn ich nochmal drücke, kann ich alle zusammen. Jetzt habe ich alle zusammen ausgewählt. Jetzt gehe ich in Mode. Zuerst Charge, Laden. Jetzt kann ich hier den Strom einstellen, kann ich bis 1 Ampere gehen, von 200, 300, 500, 700 und 1 Ampere kann ich da einstellen. Ich wechsle den Mode, gehe in Discharge, das ist die Entladefunktion, habe ich auch wieder Strom, 200 mA, 300, 500, 700 und 1 Ampere, was ziemlich viel ist für so eine Station. Das nächste ist die Refresh-Funktion. Da wird entladen und dann wieder geladen. Und dann habe ich noch den Charge-Test. Der Charge-Test ist die Kapazitätsmessung. Jetzt blinkt er da ungefähr 5-6 Sekunden und dann fängt er an zu laden. Wir sehen jetzt, diese Zelle wird momentan mit 609 mA geladen. Ich kann das Display wechseln, dann sehe ich den aktuellen Spannungszustand. Hier kann ich sehen, wie viel mA schon reingeladen wurden. Und hier habe ich noch die Zeit. Beim Kapazitätstest wird nun die Zelle geladen bis auf 100% und dann entladen mit dem eingestellten Entladestrom und dann am Schluss sehen wir das Total, wie viel mAh die Zelle noch hat. Diesen Slot lassen wir jetzt den Charge-Test ausführen, jetzt nehmen wir den zweiten Slot und stellen da was anderes ein, wähle Slot 2 aus, gehe auf Modus, was ich will.
Ich könnte den hier laden oder hier entladen. Jetzt stelle ich den Entladestrom ein, zum Beispiel 500 mA, und lasse den einfach sein. Dann startet der etwa nach 6 Sekunden. Jetzt wähle ich Slot 3 aus und mache hier einen Innenwiderstandstest. Und jetzt wähle ich noch Slot 4 aus. Was könnte ich noch machen? Einen Refresh. Kann ich auch den Strom wieder einstellen. Quicktest. Darf ich nicht unterbrechen. Jetzt zeigt er mir hier einen Innenwiderstand von 105 Milliohm an. Das wird ziemlich sicher nicht stimmen, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich wähle nun mit Slot alle drei Slots aus. Mode gehe ich auf Quicktest. Jetzt macht er einen Innenwiderstandstest. Ich schreibe mir die Zahlen schnell auf. Jetzt schauen wir mal mit einem richtigen Messgerät, was die haben. Weil das ist ziemlich hoch, dieser Wert. Das kann gar nicht sein. Ich habe hier ein Innenwiderstandsmessgerät. Wenn ihr richtige Werte wollt, dann müsst ihr euch auch so ein Gerät kaufen. Wir testen nun die 21700er Zelle, was die wirklich für einen Innenwiderstand hat. Die hat 16,1 Milliohm. Hier sehen wir nun den Vergleich, was das Opus gemessen hat in Rot und was dieses Gerät gemessen hat in Blau. Das Opus zeigt mir an, ja, die hat den kleinsten und die Zelle hat den größten Innenwiderstand. Aber die Werte, ich sehe da nicht irgendwie ein Schema dahinter, was der ungefähr anzeigt. Aber ich sage jetzt mal, wenn man das nur hobbymäßig benutzt, können wir darauf schließen, wenn der ungefähr 60 anzeigt, ist die Zelle neu. Wenn die unter 100 Milliohm hat, dann ist die Zelle noch okay. Und wenn sie über 100 hat, dann ist die Zelle schon ziemlich alt. Wenn ihr aus solchen alten Zellen Akkus bauen wollt, dann schaut euch unbedingt vorher dieses Video hier oben an. Da erfahrt ihr alles über alte Zellen, wie man die testet und vorbereitet, die guten von den schlechten trennt. Ist sehr wichtig, denn es kann auch gefährlich sein. Jetzt kommen wir noch schnell zu dem versteckten Schalter. Der Schalter ist Standard auf 4,2 Volt eingestellt. In dieser Position kann ich eben die 1,2 Volt laden und die Lithiumzellen, die haben Ladeschlussspannung von 4,2 Volt. Jetzt gibt es noch eine Einstellung 4,35 Volt. Es gibt auch Lithiumzellen, die eine Ladeschlussspannung von 4,35 Volt haben. Wenn ihr eine Batterie kennt, die eine Schlussspannung von 3,7 Volt hat, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, denn die Li-Fepos, die haben eine Schlussspannung von 3,6 oder 3,65 Volt. Was auch noch interessant ist, 3,7 Volt, das ist auch die perfekte Lagerspannung für Lithium-Ionen-Zellen. Also wenn ihr 3,7 Volt einstellt und ihr ganz viele solche Zellen lagern wollt, zum Beispiel ein halbes Jahr lang, dann könnt ihr die auf 3,7 Volt hochladen und dann einlagern. Was ihr ja nicht vergessen dürft, wenn ihr den Schalter umlegt, immer wieder zurückstellen auf 4,2 Volt. Denn wenn da zum Beispiel 4,35 Volt eingestellt ist und ihr wollt normale 18650er oder solche Lithium-Ionen-Zellen
laden, dann werden die überladen. Das ist gefährlich. Dasselbe ist beim Entladen. Ich habe das bei mir so gelöst, wo ich das gesehen habe. Ich habe da ein Loch reingemacht. Dann kann ich von außen den Schalter einstellen, weil sonst müsstet ihr jedes Mal da die Schrauben lösen, damit ihr an die Platine kommt. Ich benutze diese Ladegeräte schon seit etwa 6 Jahren und bin extrem zufrieden damit. Wenn ihr andere Ladegeräte kennt, die vielleicht besser sind, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare rein. Auch wenn ihr Fragen habt, einfach unten reinschreiben. Und wenn dieses Video für euch hilfreich war, dann gebt mir doch bitte ein Like, Daumen hoch. Das ist absolut gratis und unterstützt mich extrem. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.